Hallo und herzlich willkommen zu Hitdice. Mein Name ist Dustin, an meiner Seite ist Micha. Micha hat uns auch 10 Tipps mitgebracht. Vorab wird er sich einmal vorstellen, dann wird er direkt mit seinen Tipps loslegen. Das Übliche wird etwa 5 Tipps, die so allgemeingültig sein. Dann werden einige Tipps kommen, die fürs Online-Rollenspiel besonders wichtig sind. Und danach hat er mich noch gebeten, dass wir eine Danksagung aufnehmen. Und da wird er uns dann nachher was zu sagen, worum es da eigentlich geht und warum das vielleicht für euch auch interessant sein könnte. Dann leg mal los, Micha. Ja, hallo. Erstmal Dankeschön, dass ich auch heute dabei sein kann, so als alter Pen-and-Paper-Knochen jenseits der 50, dass wir auch noch eine Stimme hier haben. Angefangen habe ich mit den ersten D&D-Boxen, die blaue, die rote und die türkise. Dann DSA gespielt, Midgard, Warhammer. Pausen gehabt wegen Familie und so im richtigen Leben. Und jetzt wieder mit Savage Worlds dabei und auch wieder eifrig am Spielleitern. Und durch Dustin und viele Tutorials, die ich gesehen habe, habe ich gemerkt, was ich vielleicht manchmal gar nicht so in der Spielleiterzeit früher richtig gemacht habe. Oder was heißt richtig gemacht? Was ich hätte anders machen können, das versuche ich jetzt anders zu machen. Und dabei stolper ich dann auch über viele Sachen, die ja vielleicht bei mir klappen, nicht immer, aber oft und vielleicht auch bei anderen klappen können. Auch durch die Tutorials, die ich gesehen habe, war ich jetzt sozusagen mutig genug, mich hier mal reinzuschmeißen und ein bisschen meinen Senf dazu zu geben. Und mein erster Tipp ist der: Go your own way. Also geh deinen eigenen Weg. Es gibt hier wahnsinnig viele super Spielleiter, die auch viele Tipps mitbringen. Aber ich glaube, schlussendlich bist du derjenige, der sein Spiel macht. Das ist ähnlich wie beim Kochen. Kriegst von jemandem einen Tipp, mach mal überall Mascarpone rein, dann versuchst du es, alles schmeckt irgendwie besser, dann sagt der andere, pack das rein. Und irgendwann hast du so das richtige Händchen gefunden für dein Gericht und jeder weiß, ey, der hat das gekocht, der hat das gemacht und es ist dann deine eigene Sache. Und das ist dann auch die Sachen, die man wahrscheinlich selber fühlen kann, machen kann, die liegen einem dann auch. Also jemand, der Hausmannskost mag, der isst halt auch und kocht Hausmannskost, jemand, der die hohe Küche mag, der macht das. Und dann kann man auch gucken, dass die Spielgruppe, mit der man spielt, am besten auch so ungefähr die gleiche Geschmacksrichtung hat. Das ist so das Erste, was ich sage. Also wie gesagt, versucht den eigenen Weg zu finden, mit allen Tipps, die dir alle geben, mit allen Rezepten, die dazu zu kommen und macht daraus dann dein Ding. Und zu den Tipps, dass man zum Beispiel sich viele Sachen abgucken kann, soll, was wir ja schon gehört haben, in anderen Spielleiter-Tipps, hier mein zweiter Punkt. Beobachte mal, wenn du Zeit da hast, zu hast und wenn es die Session nicht stört, beim Spielen die anderen Spieler und den Spielleiter. Also nicht nur eine gestreamte Session, sondern während du vielleicht mal nichts zu tun hast oder da sitzt und irgendein anderer hat gerade Aktion, achte mal darauf, wenn zum Beispiel eine gute Atmosphäre auskommt, was im Horror-Setting vielleicht die Leute sich gruseln oder ein guter Spannungsbogen gerade aufgebaut ist oder ein Spieler gerade in so einer Konfliktsituation ist. Wie wurde das aufgebaut? Was ist passiert? Und dann kannst du sozusagen das, was da gerade gefühlt wird am Tisch, versuchen auch, indem du das beobachtest, zu sehen, wie hat der Spielleiter das gemacht oder war es vielleicht nur Zufall oder wie war dein Mechanismus? Also sei auch mal beim Spiel ein guter Beobachter, natürlich dezent, dass nicht die Session gestört wird. Mein Tipp 3 ist, ich glaube, da scheiden sich so ein bisschen die Geister hier in den Spielleiter-Tipps. Ich bin ein bisschen mehr der Spielleiter, der dieses Motto hat, prep hard and play easy. Also ich bereite doch relativ viel vor, damit ich hinter leicht spielen kann. Also ich nenne das immer so, improvisiere geplant und plane Improvisation. Das mache ich mal am Beispiel fest, zum Beispiel, ich lasse NSCs auftauchen, wo ich zum Beispiel weiß, das ist ein Gegner oder es wird ein harter Gegner der Gruppe. Der ist aber noch nicht definiert. Der ist einfach nur, ich weiß, der wird irgendwann was machen, der wird irgendwie was Hinterhältiges machen, aber ich lasse dann, wenn das angespielt wird, kommt der rein und fragt die Spieler, wen seht ihr denn da? Wie ist der? Wie sieht der aus? Wie redet der? Was für Macken hat der? Die Spieler wissen in dem Moment nicht, ist das jemand, der wichtig ist für das Abenteuer, weil ich kein Bild oder sonst was vorbereitet habe. Die designen quasi selber ihren Gegner, ihren Endgegner oder ihren Bösewicht. Während ich dann so ein kleines Repertoire an irgendwelchen gut ausgearbeiteten Leuten habe, die wirklich so kleine Geschichten haben, die sind aber völlig unwichtig für das Abenteuer oder die Kampagne. Die tauchen auf,
Und die Spieler wissen immer nicht, das ist, nenne ich so ein bisschen diese Pen-and-Paper-Psychologie. Die Spielergruppe weiß nicht, ist das jetzt wichtig für das Abenteuer? Ist das einer von denen, die wir noch benötigen? Und quasi dadurch kommt so ein bisschen das Gefühl einer realen, dynamischen Welt. Das klappt manchmal ganz gut. Manchmal läuft dann auch Gefahr, dass die Spieler in eine andere Richtung laufen. Aber dann ist es einfach so, dann lässt man das einfach so und holt sie irgendwann wieder zurück auf den richtigen Weg. Und sie freuen sich dann auch teilweise, wenn sie sich selbst den Endgegner gebaut haben und sagen, den haben wir mit erschaffen, und ärgern sich dann hinterher, wenn sie gesagt haben, der ist besonders fies, dass er da auch besonders viel spielt. Ich komme zu meinem Tipp Nummer 4, ist es, glaube ich, schon. Ja. Was ich gerne mache, ist, was ich gerade schon angesprochen habe, dass ich die Spieler mit reinhole in das Geschehen. Zum Beispiel, das sind so Spielercollagen. Da hat mich ein befreundeter Spielleiter draufgebracht, Udo, Dankeschön, dass man einfach in der Session sagt, sag doch mal, was du gerade machst, und dann sagst du, gibst du weiter an meinetwegen Dustin und spielst ihn quasi an in einer Szene am Lagerfeuer, während du von deinen, was weiß ich, früheren Abenteuern erzählst, aus deinem Leben, erklärst, wie du gerade da irgendwie ein Essen zubereitest, und dann fragst du dann deinen Mitgruppenmitglied, wie es ihm schmeckt oder so, und dann entwickelt sich so eine kurze Sequenz, jeder beschreibt, wie er sich diese Szene wie am Lagerfeuer vorstellt, und dann kann man sozusagen ein bisschen die Spieler mit reinbringen, dass sie dann auch diese Geschichte mitschreiben. Zum Beispiel auch bei einem Gasthaus, was man findet, was man sagt, wie heißt denn das Gasthaus? Gib mir einen Namen. Hat die auch was Besonderes? Wie ist der Wirt? Das alles festhalten und später wieder in die Geschichte einbringen, sodass die Spieler wissen, sie haben bestimmte Orte mitdefiniert, und bestimmte Orte sind durch sie auch entstanden. Dann habe ich noch einen Punkt, den ziehe ich mal nach vorne. Ich versuche zurzeit, das habe ich früher nicht gemacht, so stark eine verbindliche Welt zu schaffen. Das heißt, die Spieler in Situationen, die ähnlich sind, dass sie sich darauf verlassen können, dass die auch ähnlich zu handeln sind. Dass zum Beispiel der Sprung über diesen Fluss ähnlich ist wie über den Fluss letztes Mal. Dass die Gegneranzahl für sie kontrollierbar ist wie beim letzten Mal. Dass sie sozusagen die Gesetze der Welt ungefähr immer gleich sind. Ich versuche da auch mit schnellen, spontanen Entscheidungen als Spielleiter trotzdem immer so das zu wahren, dass das ungefähr auch gleich ist wie bei vorigen Session. Also quasi, dass wenn man ein Regelwerk hat, ist es meistens etwas festgehaltener, aber es gibt da relativ viele Unterschiede zum Teil, und Situationen werden total unterschiedlich eingeschätzt. Da versuche ich das immer hinzukriegen, dass das wirklich einigermaßen passend ist. Ja, das waren jetzt, glaube ich, schon, wenn ich richtig gezählt habe, meine 5 zum Allgemeinen, praktische Tipps zum Spielen. Eine Sache habe ich noch, die würde ich noch gerne einschmeißen, die habe ich mir gerade noch mal im Zettel noch gesehen, die finde ich mal ganz witzig, zum Erschaffen von NSCs. Wenn man zum Beispiel NSCs braucht und man hat keine Idee, ich mache das so, wenn ich täglich unterwegs bin im Leben, dann gucke ich zum Beispiel den Typ an der Supermarktkasse an, der mich total nervt, der Verkäufer zum Beispiel, den merke ich mir. Und wenn ich mal einen richtig nervigen Charakter brauche für meine NSCs, einen Stadtwächter, so, dann ist das dieser Typ vom Supermarkt. Dann weiß ich ganz genau, wie hat der geredet, was hat der gemacht, was war das Nervige an ihm, und so auch, man kann auch Leute durchaus aus seinem Umfeld, Arbeitswelt, Familie so nehmen, einfach reinschmeißen, und wenn man Glück hat oder lustig läuft, dann erkennen die Leute sogar denjenigen oder diejenige, und das ist ganz lustig, und auch mit bekannten Personen, die man vielleicht aus Fernsehen kennt oder aus Streams, zum Beispiel vielleicht Bud Spencer und Terence Hill, wer sie noch kennt sozusagen von früher, wenn man solche als NSCs einsetzt zum Beispiel, die man treffen kann, und dann einen psychologischen Effekt, dann sind die aber nicht die Guten, sondern sind die Schlechten. Damit kann man sehr viel jonglieren und Spaß haben und viel Dynamik und auch viele Aha-Effekte in so eine Welt bringen. So, jetzt aber Schluss mit den allgemeinen Spielleiter-Tipps und den praktischen Tipps, die ich so habe. Jetzt komme ich zu dem Online-Part. Dustin, kriege ich dann okay? Top, oder ja, hast du Fragen? Einfach loslegen. Was ich gemerkt habe beim Online-Spielen ist, beim Einsatz von Battlemaps. Da habe ich gemerkt, für mich persönlich ist es so, dass das Timing ziemlich wichtig ist, wann ich von dem erzählerischen Part, vom Narrativen, wo jeder was vor den Augen hat und erstmal vielleicht noch gar keine Map hat, auf die Map springe. Da habe ich gemerkt, es ist wichtig, dass sich so eine Atmosphäre, eine gruselige Atmosphäre oder eine spannende, meistens jenseits der Map aufbaut, habe ich so den Eindruck.
Und dann, wenn man auf die Map springt und ins Kampfgeschehen geht, das Ganze so ein bisschen von oben herab so taktisches Computerspiel wird. Deshalb, erster Tipp, das Timing bei der Battlemap finde ich wahnsinnig wichtig. Und dann, was ich relativ häufig benutze, ist auch, das nenne ich Zoom-In. Das heißt, ich bin gerade auf der Map, alle sind am Taktieren, aber hinten an dieser Mauer zoome ich genau auf die Situation, dass da beschrieben wird, du gehst an der Mauer lang, du siehst nicht, was passiert, neben dir der kalte Stein und dann kurz so ein Spotlight auf diese Situation richte, damit man wieder vielleicht in dem gruseligen oder in dem unheimlichen Feeling drin ist. Dann wird dann vielleicht ein Kampf kommt zustande, vielleicht wird das Monster oder was auch immer auch besiegt. Aber kurz war wieder so ein Spotlight drin, was dieses Gänsehautgefühl gebracht hat. Dann wird wieder ein bisschen gekämpft. Und vielleicht findet man wieder den nächsten Punkt, wo dann was Unheimliches passiert, wo man auch wieder trotz der Battlemap so ein Zoom-In reinsetzt und dann auch wieder rauszoomt und weitermacht. Ich hoffe, das war zu verstehen. Das war so vom geistigen Auge, dass man wirklich nochmal die Situation wirklich narrativ betrachten. Finde ich eine hervorragende Idee. Also einfach den Kampf ein bisschen rollenspiellastiger zu machen. Gerade viele, also am Anfang tun sich viele ja auch schwer damit. Sie haben entweder Kampf oder Rollenspiel, aber vergessen manchmal, dass der Kampf ja auch geroleplayed wird normalerweise. Und das Zoom-In, das ist eine ziemlich clevere Idee. Das ist eine super Methode. Schreibe ich mir auf. Und man kann es auch immer wieder in Situationen bringen, vielleicht wenn jemand gerade nicht so vielleicht gerade in dem Hauptkampfbereich ist, aber auch was wichtig ist, dass der dann auch plötzlich wieder reingezogen wird. Dass er nicht denkt, na, ich wirke hier nur gegen ihn. Nein, der hat wirklich, der steckt bis zu den Knien im Schnee, der stapft da durch, er hört hinter sich irgendwie das Atmen von irgendeinem Wesen und schon ist man wieder drin in der richtigen Situation. Dann fand ich sehr spannend, was ich online gemacht habe, was früher am Tisch weniger möglich war, dass man Rätsel und versteckte Hinweise in Bildern oder in irgendwelchen Handouts verstecken kann. Dustin, du hast da ein paar coole Sachen so mit Bildbearbeitungsprogrammen oder auch freie Bilder von Pixabay oder so weiter gezeigt. Da habe ich zum Beispiel solche Sachen, das wird ein Spoiler jetzt mal am Rande, zum Beispiel, es gibt ein Bild von einem NSC, das taucht auf und in der Geschichte wird irgendwann gefragt, es muss ein Code eingegeben werden. Und ich habe dann eben diese Sonnenbrille von dem diesen Code eingespiegelt, dass quasi man sich daran erinnern kann, mit natürlich vielleicht Hilfe, vielleicht kommt noch ein Spieler drauf, auf dem Bild war doch was zu sehen. Und die müssen dann auf diese Spur kommen, ich gucke mir dieses Bild an, das ist einfach ganz einfach mit wenig Aufwand eingefügt in dieses Bild, in diese Sonnenbrille. Und dann können sie anhand der Sonnenbrille diesen Code sehen, den sie natürlich dann brauchen. Und das kann man an vielen Orten machen, auch an den, sage ich mal, Maps, die du gezeigt hast, wo irgendwelche Sachen versteckt sind, wo man mit bestimmten Aura-Effekten dann plötzlich Sachen sichtbar machen kann. Da kann man wirklich mehr machen als am Tisch und auch die Spieler mehr reinholen in das System. Dann würde ich gleich mal, das war der zweite, zum dritten kommen. Beim Sprechen oder bei Gegnern, machen wahrscheinlich viele so, lasse ich sehr oft die NSC-Bilder aufploppen, dass ich sie mit der von dir gezeigten Technik einfach Shift-Z einzeige und dann auch gleich mit der richtigen Stimmlage quasi dieses Bild nach vorne hole und den Leuten präsentiere, das ist euer Gegner, das ist die Person, mit der ihr redet, irgendwie auch ein freies Bild, irgendwie vielleicht runtergeladen irgendwo. Oder auch, das werde ich demnächst machen, für andere Spieler, die zum Beispiel besondere Fähigkeiten, Visionen haben, habe ich Bilder vorbereitet, die ich dann nur denen zeige und die Hand dieser Bilder dann vielleicht in einer Situation, wo es kurz vor einem Kampf steht, werde ich dieses Bild einblenden. Und der Spieler oder die Spielerin kann dann damit was anfangen. Entweder die anderen überzeugen, diesen Kampf nicht anzutreten oder doch sagen, dass das vielleicht der richtige Kampf ist oder vielleicht sogar einen Tipp geben, wie man diesen Kampf gewinnen kann. Und das sieht dann in dem Moment nur der Spieler, dem ich das zugestehe. Und dementsprechend hat er dann die Aufgabe, er kann nicht sagen, ich habe das und das gesehen, vielleicht auch das, aber er müsste dann schon sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann kriegt man so eine Dynamik, die man sonst am Spieltisch weniger hinkriegt, weil man da ja nur kurzen Zettel überschieben kann. Wie löst du das mit diesen Visionen? Also so, dass nur einzelne Spieler das sehen können? Das schiebe ich denen dann einfach in die Handouts rein. Und dann kriegst du kurz da rein, einfach zu sagen, dass dann einfach guck mal und dann haben die Möglichkeit ja nur das Handout zu sehen, was ihnen zugeben ist. Ja. Und dann halt ein bisschen mit Informationen was anfangen. Und was sie daraus lesen können und vielleicht sogar unter Zeitdruck irgendwas entscheiden. Dann
habe ich gemerkt, wir spielen bei uns Savage Worlds und ich habe sehr viele von den Spielhilfen, Makros, irgendwelche anderen Sachen, die auch Dustin ja mal gezeigt hat in Videos, genutzt, um mir so eine Art Spielleiter-Hub aufzubauen, wo ich relativ schnell zum Beispiel Kämpfe abwickeln kann, Sachen vorbereitet habe, viele Sachen verwalte, wie zum Beispiel diese Savage Worlds, so also Bennys, so Art Glückspunkte. Da hat mir sehr geholfen, dass ich diese Mechanismen gelernt habe, umgesetzt habe, um schnell und auch dynamisch spielen zu können. Das ist natürlich am Spieltisch auch nicht so möglich, weil viele Angriffe, Schadensauswirkungen werden mir durch das System abgenommen und dadurch ist es wesentlich schneller. Das habe ich gemerkt, das ist super gut. Fünfter Tipp, man kann kleine Spiele einbauen zwischendurch. Zum Beispiel hatte ich angefangen, dass ich einfach mal das klassische Schere, Stein, Papier eingebaut habe, indem die Spieler draufdrücken und ich als Spielleiter draufdrücke und dann gleichzeitig mal geguckt hat, wer hat jetzt sozusagen gewonnen. Und das ist natürlich am Spieltisch kann man das auch machen, aber so ist ganz witzig, wenn die einen auf der einen Seite drücken und der andere auf der anderen Seite des Bildschirms drücken und man dadurch dann so kleine Spiele einbauen kann, die dann auch den Spielern wirklich Spaß machen. Da hast du ja auch eine Menge gezeigt, was da alles geht, kleine Zwischenspiele. Oder ich habe mal ein Tarotkartenspiel eingebaut, wo wir Tarotkarten gelegt hatten, ähnlich wie bei Strat ist es ja auch so, da gibt es ja auch so ein Tarotkartenspiel. Oder auch nochmal Wikinger-Schach, irgendwelche Spiele, die man, keine Ahnung, runterladen kann, die man dann sozusagen als Spielbrett darstellt und dann vielleicht mit den Spielern sogar mal eine Partie spielt, wo man natürlich selber entscheidet, ob man jetzt vielleicht einen Computer hat, der einem dabei hilft oder so. Und aber das Ganze dann auch dann online sozusagen mal so ein kleines Spiel stattfinden lässt. Ja, das wären jetzt eigentlich meine fünf relativ, glaube ich, pragmatischen Tipps aus dem Rollenspiel Pen and Paper Leben. Und wie gesagt, der wichtigste natürlich immer, habt Spaß dabei. Ganz wichtig. Ja, und das wäre jetzt mein Part schon gewesen. Damit bin ich schon zu Ende. Okay, dann, bevor du gleich zu deinen Dankesworten kommst, machen wir es ja sonst bis jetzt in den Videos immer so, wir nehmen noch ein, zwei Sachen nochmal auf, die du vorher genannt hast, ne, wo ich das Gefühl habe, da würde ich gerne nochmal nachhaken, vielleicht auch wissen, wie du das umsetzt. Du hast einmal gesagt, Lieblings-NSCs, über die du gesprochen hast, also beziehungsweise, dann, nein, anders, das ist meine Frage, hast du so Lieblings-NSCs, die du gerne einbaust aus deiner Umgebung, weil wir davon gesprochen hast, du klaust dir die Leute aus dem echten Leben oder aus Filmen, Büchern oder sonst was, gibt's so den einen NSC, der egal in welchem Abenteuer, egal in welchem Setting, ob es jetzt mal im Weltall ist oder mal in Fantasy, immer wieder bei dir auftaucht oder sowas? Oder? Nee, eigentlich wirklich nicht. Also die entstehen wirklich on the flow. Das ist so einfach, da weiß ich nicht, was passiert. Ich habe also eine coole Idee, vielleicht sollte ich das nochmal. Es gibt immer einen Charakter oder es gibt so irgendwelche lustigen Charaktere, die immer so ein bisschen, wenn man aus Dragonlance den Fistbahn kennt oder solche Sachen. Es gibt immer den habe ich relativ häufig, den Charakter, der, wo man nicht weiß, was der eigentlich wirklich ist. Das ist einmal so ein Halbling, der ist unterwegs. Einmal ist es eine Vision, der als alter Mann auftaucht. Doch, da gibt es schon einen. Also, wenn du nachfragst, ist, vielleicht ist das so, doch, den gibt es. Also, ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber den gibt es. Okay, aber das heißt, du planst die jetzt nicht bewusst, du sagst dir nicht, heute baue ich Bud Spencer ein, komme was wolle oder sowas, sondern das ist dann trotzdem was, was improvisiert ist bei dir. Genau. Es sei denn, es ist einer von diesen, was ich vorhin gesagt habe, geplanten Improvisationen. Ja, Ich habe klar. also so ein kleines Ding, die sind dann schon geplant und die geben dann auch immer genug Stoff, dass man selbst vielleicht sogar einen kleinen One-Shot an den Himmel bleiben kann. Ja, dann hattest du noch das mit dem Prep Hard angesprochen. Da hast du davon gesprochen, könnte eine Kontroverse sein. Weiß ich gar nicht, ob es das ist. Also, ich weiß ja jetzt zum Beispiel, Chris hat im Video gesagt, er seht zu, dass ihr eine Session so plant, dass alles auf eine A4-Seite passt, maximal. Ist aber gar nicht unbedingt ein Widerspruch. Also, ich würde auch sagen,
Ich plane auch so, dass meine Sachen für die Session auf eine A4-Seite passen. Allerdings habe ich dann auch vorher mich irgendwann mal eine Woche lang hingesetzt, jeden Nachmittag 3, 4 Stunden und die Kampagne für das nächste Vierteljahr geplant. Und dann muss ich mich da nur noch mal kurz hinsetzen, mir die Notizen machen, was von diesem riesen Planungsding, das ich gebaut habe, kommt jetzt wirklich dran. Ich glaube, auch Chris macht das auch nicht anders. Also der arbeitet zwar auch selbst nicht mit vielen Kaufabenteuern, aber der plant, glaube ich, auch sehr ausschweifend und überlegt sich dann nur für die Session kurz was. Also eigentlich ist das wahrscheinlich sogar eher Konsens als ein Streitthema. Ja, ich würde es auch nicht als Streitthema sehen. Ich sehe es nur, es gibt Leute, die können wahnsinnig gut improvisieren und sehen das auch, haben das sehr hoch angesiedelt. Auch sagen man, ja, man kann so eine Sandbox, kann man einfach reingehen und spielen. Das ist für, was meine ich ja, das ist immer, wie willst du dein Essen machen? Für einige ist es okay, einige fühlen sich aber unsicher dabei. Ich fühle mich da mal ein bisschen unsicher. Ich habe dann lieber sozusagen meine Stellschrauben, weiß, wo die sind, weiß, was so passiert. Gehe auch vor bestimmten Situationen oftmals in das Abenteuer rein und gucke, von welcher Seite können die Spieler rangehen? Was können die machen? Was für Möglichkeiten haben sie? Und habe so vielleicht so 4, 5 Durchgänge schon bei einer Konfrontation, beim Konflikt gemacht im Kopf. Ich glaube Also aber auch nicht, dass es für da den optimalen Weg gibt. Ich denke, da sind Spielleiter dabei, die sind so hervorragend darin zu improvisieren, die müssen sich vorher gar nichts überlegen und kriegen es trotzdem hin, den Abend zu rocken und die ja, Spieler sind alle zufrieden. Und genau. andere, die brauchen halt mehr Planung oder wollen einfach mehr Planung. Also ich tendiere mich in, ich will mehr Planung. Ich kann zwar improvisieren, aber ich mag gerne den Grundplan. Ist doch, glaube ich, der eigene Weg, was ich gesagt hatte. Das ist noch, da Ja. kann man, muss man sich, glaube ich, an immer ziehen. Genau, das war auch der letzte Punkt, auf den ich nochmal raus wollte. Geh deinen eigenen Weg. Vielen Dank, Micha, dass du dabei warst. Ach so, nein. Ah, stopp, wir machen doch nicht Schluss. Du wolltest noch was sagen. Ja, dann sage ich das nochmal kurz. Und zwar hatten wir ja auf deinem Server, auf deinem Discord-Server, die Wild Die Days gemacht. Das waren Savage Worlds Abenteuer in verschiedenen Settings und das war sozusagen mein erstes kleines Projekt. Da habe ich ein paar Spielleiter zusammengetrommelt, die alle was vorbereitet haben, einen One-Shot oder einen Two-Shot gemacht haben. Und eigentlich wollte ich mich schon wie früher da bei denen auch richtig bedanken, dass sie dabei waren. Und das mache ich jetzt im Rahmen dieses Videos und kann schon mal teasern, dass eigentlich die Jungs und vielleicht auch bald Mädels, die dabei sind, das nochmal anbieten als Wild Die Days Reloaded irgendwann demnächst. Dann melden wir uns wieder bei Dustin und hoffen da auf ein bisschen Support. In diesem Sinne, dann würde ich erstmal den ersten Dankeschön an Fiorunkis rausschicken, der mit East Texas University, mit Bier-College-Tasche und Monstern am Start war. Philipp mit seinem offiziellen One-Shot in Deadlands, das war so Revolverhelden und Untote. Knödel mit Crystal Hearts, das sind Agenten mit steinernen Herzen und da gibt es ein cooles Comic zu. Ferwin hatte Rippers präsentiert, da war Weihwasser, Gaslight und Repetierarmbrust am Start. Und Cedric hat sich an Beasts and Barbarians gewagt, das Setting, das für Ulysses zu heiß war. Und ich habe ein bisschen ja, Hellfrost dazu geschmissen. Das ist so ein bisschen Vikings und Game of Thrones Crossover und The Last Parsec, das ist so ein bisschen Sci-Fi mit Firefly, Expanse, Track Wars sozusagen, alles komplett gemischt. Ja. Jungs erstmal, das waren nur Jungs, vielleicht auch bald Mädels. Danke dafür und ich hoffe, dass ihr beim Reloaded dann dabei seid und wieder voll engagiert mit einsteigt. Ja, und danke ich auch erstmal Dustin hier an dieser Stelle, dass ich hier meinen Senf dazugeben konnte, durfte. Ja, und hat wieder mal Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr übrigens noch was anderes von Micha sehen wollt, er hat für Suede eine Systemvorstellung bei mir aufgenommen. Also wenn ihr Suede in Roll20 mal kennenlernen wollt, wir erklären am Anfang, wie Suede eigentlich überhaupt funktioniert und dann zeigen wir in Roll20 eigentlich auch nur, wie der Charakterbogen funktioniert. Und es gibt auch ein kleines Let's Play als Bonusvideo hinten dran. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wenn ihr selber Lust habt, Savage Worlds mal auszuprobieren, dann hat er es ja gerade angeboten. Könnt ihr das offensichtlich machen? Gemeint war jetzt gerade der Roll20, der inoffizielle Roll20 Discord-Server. Der ist auch in der Videobeschreibung unten drin. Dann könnt ihr einfach da drauf gehen auf den Server und da gibt es einen Bereich, den haben, ich weiß nicht mehr, wie wir den Projektbereich benannt haben, aber der ist extra für den Wild Die Day da, für dieses Projekt. Und da wird es dann ja offensichtlich dann bald auch wieder losgehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Jo. Ja, schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Micha. Dann wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Großartige Abenteuer. Genau, dir auch.